Okay, Analyse mit dem Thema Film und das Problem des Subtextes. Filme sind ja ein zweidimensionales Medium, das darf man nicht vergessen. Die erwecken immer nur den Anschein einer Dreidimensionalität, also von Tiefe, man erweckt nur den Anschein, aber es bleibt immer zweidimensional. Filme sind halt sind auch ein Medium, was durch die konkreten Darstellungen funktioniert, ne? Es muss immer ein Grad von direkter Darstellung existieren, sonst versteht man nicht, was passiert. Der Zuschauer benötigt Elemente, um ein Gesamtbild zusammenzusetzen. Das sind halt die konkreten Dinge. Aber bestimmte Filme, die sinnvoll sind, also die einen logischen Aufbau haben, da existieren weitere Elemente. Diese Elemente sind das Fundament jedes logisch zusammenhängenden Filmes. Sie wirken wie das Skelett des Filmes, was aber dazu führt, dass diese Elemente vom Zuschauer kaum wahrgenommen werden können, weil sie ja unterschwellig ablaufen, ja? Und deswegen denke ich, und ich denke auch, dass 80 bis 90% der Zuschauer überhaupt gar keine Subtext erkennen können. Und wenn sie den Subtext erkennen, dann ist das meistens so, dass sie mit Absicht darauf hingewiesen werden wurden. Es muss aber einen Subtext geben oder mehrere, weil dieser Subtext den logischen Zusammenhang gewährleistet, ne? Also oder auch es ergibt sich zwangsläufig aus bestimmten logischen Zusammenhängen ein Subtext, der unterschiedlich abläuft. Da dies aber eine andere Ebene ist als also das ist eine andere Ebene als das, was wir konkret sehen, ist es vom Zuschauer meistens nicht zu erkennen, weil halt Filme zweidimensional sind und man angewiesen ist auf das Konkrete. Ja, Film ist ein konkretes Medium, es wird mal konkret irgendwas gezeigt, egal wie viel, wie wenig. Und deswegen ist es so, dass sehr oft, das ist die Erfahrung, die ich aus den Filmanalysen heraus gemacht habe, dass die meisten Zuschauer, 80 bis 90%, den Subtext nicht sehen können. Yeah, da ist er wieder, mein Gott. Ja, ich bin etwas müde, hey. Naja. Okay, Analyse, ein Video aus der Reihe Die psychologischen Analysen. Naja. Nicht auf die Tasten. Okay,